Der Moment des Todes ist der Beginn einer Reise, die uns in das Jenseits führt. Der Prophet, Frieden und Segen seien auf ihm, lehrte uns, dass der Tod mit Schmerzen verbunden ist, die so intensiv sind, dass sie einen Menschen fast betäuben. Doch für die Gläubigen wird der Tod zu einem Übergang in eine bessere Existenz. Engel mit leuchtenden Gesichtern, deren Antlitz so strahlend ist wie die Sonne, werden herabsteigen, um die Seele des Gläubigen zu empfangen. Sie werden die Seele in Gewänder aus dem Paradies hüllen und mit dem Duft des Paradieses parfümieren. Die Seele wird sanft, wie ein Tropfen Wasser, der von einem Gefäß gleitet, entnommen und in die Obhut dieser Engel übergeben. Diese Engel tragen die Seele zu den höchsten Himmeln, wo sie unter den Namen der Gerechten verzeichnet wird. Es ist ein Zeichen der Ehre und des Erfolgs, von solch edlen Wesen begleitet zu werden. Für den Gläubigen ist der Tod also nicht das Ende, sondern der Beginn einer ewigen Glückseligkeit. Im Gegensatz dazu ist der Tod für die Ungläubigen der Beginn einer qualvollen Existenz. Engel mit finsteren Mienen werden sich nähern, die Seele in grobes Tuch wickeln und sie wird mit Schmerz und Gewalt aus dem Körper gerissen, ähnlich dem Zerreißen von feuchter Wolle auf Dornen. Diese Seele findet keinen Aufstieg in die Himmel, sondern wird in die tiefsten Tiefen gestürzt, ein deutliches Zeichen der Verwerfung und des Missfallens. Der Prophet, Frieden und Segen seien auf ihm, erinnerte uns daran, stets des Todes zu gedenken und uns auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Er lehrte uns, dass unser Glaube und unsere Taten in diesem Leben bestimmen werden, welche Art von Empfang wir im Jenseits erfahren werden. Lasst uns diese Lehren tief in unser Herz einprägen und danach streben, unser Leben so zu führen, dass wir zu denjenigen gehören, die mit offenen Armen in die ewige Glückseligkeit aufgenommen werden. Der Tod mag das Ende unseres irdischen Daseins sein, aber für die Gläubigen ist er der Beginn eines wunderschönen, ewigen Lebens.